Ich will ein Bild in ein anderes Bild stellen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier diese Person freigestellt, das heißt, nachher ist der Hintergrund weg. Und ich habe ein zweites Bild, eine andere Person am See. Ich brauche diese Person gar nicht, aber ich hätte gerne den See und hier diese Wellen. Ich hole nun das erste Bild, das freigestellte, und zwar packe ich hier rechts bei der Ebene die Ebene, trage sie auf das andere Bild hier. Nun erscheint das erste Bild im zweiten Bild. Ich drehe mal mit Alt- und Mausrad die Ansicht ein bisschen kleiner. Ich sehe hier, ja, es ist noch ein bisschen zu groß, und ich sehe hier rechts in der Ebenenpalette, da ist ein Bild über dem anderen. Ich kann das auch beim Auge hier ein- und ausschalten, und ich platziere nun diese zweite Person richtig. Ich könnte das drehen. Ich kann es hier beim Ecknagel packen und größer und kleiner machen. Achtung, dann wird das Bild aber verzerrt. Wenn ich dazu aber die Shift-Taste drücke, dann bleiben die Proportionen erhalten. Vielleicht so. Ich packe das nun wieder. Ja, etwa so. Ich radiere nachher hier ein bisschen Bein weg, sodass es so aussieht, als stünde er im Wasser. Jetzt ist die Position richtig. Ich bestätige das hier mit dem Haken oder mit der Enter-Taste. Nun benenne ich noch hier diese beiden Ebenen mit einem Doppelklick auf das Wort Background, und ich schreibe hier Damian, und hier unten, das ist der Thomas. Nun klicke ich auf die Ebene Damian. Ich hole den Radiergummi hier links und ich radiere hier ein bisschen vom Bein weg. Ich will da aber noch näher ran. Mit Alt- und Mausrad und mit der Leertaste komme ich hier in die Nähe, und das Werkzeug will ich noch vergrößern. Ich drücke Alt- und rechte Maustaste, ja, vielleicht etwa so, und noch ein bisschen weicher nach oben fahren mit der Maus. So, nun fahre ich hier über das Bein und lösche einmal das Bein hier. Hier auch, vielleicht etwa so. Ich versuche das irgendwie natürlich hinzukriegen. So, Alt-Mausrad. Ich knipse mal diese Damian-Ebene weg. Ich gehe auf die Thomas-Ebene. Ich hätte gerne da noch ein bisschen mehr Wellen. Mit Alt- und Mausrad gehe ich wieder näher ran. Ich nehme den Kopierstempel, gehe auf die Wellen. Ich will ein größeres Werkzeug. Und noch ein bisschen weicher, also nach oben fahren. Nun hole ich Bildmaterial hier aus der Welle, Alt-Klick, und ich male hier noch ein bisschen Wellen hin, vielleicht so, da auch noch. Ich achte mich immer auch aufs Fadenkreuz oben dran, denn wenn ich mit dem Fadenkreuz hier plötzlich in die Hand fahre, dann wird natürlich auch die Hand nach unten kopiert. Macht nichts, ich stelle da nochmals das Werkzeug in die Welle, Alt-Klick, und ich male da unten nochmals ein bisschen Wellen hin. Nun knipse ich die Damian-Ebene wieder ein, Alt-Mausrad, und ich wechsle wieder auf die Ebene Damian, packe diese Ebene, fahre da mal ein bisschen herum, etwa so. Jetzt stört aber hier die Hand noch. Ich knipse diese Ebene wieder weg, ich gehe zur Thomas-Ebene. Ich hole nochmals mit dem Kopierstempel hier Wellen, Alt-Klick, und ich entferne noch diese Hand. So. Jetzt sieht das schon ganz brauchbar aus. Jetzt hole ich das Zuschneiden-Werkzeug, das hier. Es ist hier falsch übersetzt, das müsste heißen Zuschneider. Dann eben halt Freisteller. Ich wähle einen Bildausschnitt, so, bestätige das, und jetzt steht Damian statt auf dem Boot im Wasser. Wo brauche ich das? Zum Beispiel so. Ich habe hier ein Werbeplakat, ich habe hier einen LKW, und ich will mal sehen, wie sähe das Plakat an einem LKW aus. Das Bild hier ist ein Ping, also der Hintergrund ist entfernt. Der LKW ist freigestellt.
Ich brauche also noch eine Landschaft. Ich habe hier irgendeine geholt, das soll dann die Landschaft dahinter sein. Ich beginne zuvorderst. Ich nehme diese Plane hier, ich packe das Bild und trage diese Ebene hier auf das Volvo-Bild. Irgendetwas stimmt hier noch nicht. Jawohl. Nehmen Sie hier das Verschieben-Werkzeug, klicken Sie drauf und jetzt sehen Sie, wie groß das eigentlich dieses Plakat wäre. Ich verkleinere das einmal und ich drücke dazu die Shift-Taste. Packe es, stelle es so ungefähr mal auf den LKW. Ich mache es noch ein bisschen kleiner, vielleicht so. Mit Alt- und Mausrad komme ich hier näher ran. Jetzt muss ich das ja perspektivisch noch richtig hinstellen. Ich drücke die Ctrl-Taste, lasse die Ctrl-Taste gedrückt, packe hier den ersten Ecknagel, stelle den hier oben beim LKW hin, diesen Ecknagel hier beim LKW, hier den oberen linken Nagel stelle ich hier an die LKW-Kante und noch das letzte. So. Und lasse die Maustaste wieder los. Jetzt fehlt noch der Hintergrund. Ich gehe hier zum Hintergrundbild, packe hier die Bildebene, trage auch diese hier zum Volvo-Bild, lasse wiederum los und es ist wieder ein bisschen zu groß geraten. Ich drehe mit Alt-Mausrad das kleiner, verkleinere die Bildebene gerade auf die Breite des vorherigen Bildes, trage es noch ein bisschen nach oben, Alt-Mausrad wieder größer und jetzt ist das ja auf der falschen Ebene. Ich packe diese Ebene hier, trage sie ganz nach unten und jetzt steht der Lastwagen in dieser Landschaft, aber schwebt noch ein bisschen. Ich muss also hier unten das Ganze noch ein bisschen dunkler machen. Ich gehe hier auf die LKW-Ebene, nehme schwarze Farbe, die ist hier bereits ausgewählt. Ich nehme das Pinselwerkzeug, ich klicke hier oben bei der Deckkraft drauf. Ich will nur etwa 50% Deckkraft. Ich fahre ins Bild, drücke Alt und rechte Maustaste. Ich vergrößere das Werkzeug, mache es noch weicher und male nun hier ein bisschen dunkel hin, sodass der LKW dann irgendwann auch mal auf dem Boden steht und nicht gerade über der Landschaft schwebt. Etwa so. Ja, es ist nicht perfekt, aber der Lastwagen steht. Das war's.